Und da wären wir auch schon wieder. Wir wollen spielen. Und zwar die Tagesaufgabe. Das heißt, wir machen eigentlich nur ganz normal die Mine. Nur, dass wir halt mit meinen Steam-Freunden, die das Spiel auch spielen und die Tagesaufgaben auch machen, konkurrieren. Also, da bisher noch keiner weiß, dass ich das spiele, schon gar nicht als Let's Play, wird das jetzt in den ersten Folgen so gut wie gar nicht aktiv sein, denke ich. Aber so in ein, zwei Tagen, wenn das Let's Play auch rauskommt und ihr das alles sehen könnt, ist schon wieder die komische Musik. Aber ja, wenn das dann mehr Leute sehen können, dann werden das hoffentlich auch ein paar mehr werden. Und dann können wir richtig gucken, wer der Beste ist. Wobei das wahrscheinlich einer von euch sein wird, denn ich spiele ja nur, wenn ihr zuguckt. Also maximal eine halbe, dreiviertel Stunde am Tag. So. Also, wir wollen dich retten. Klick. So war das. Plopp. Ausgang, Ausgang. Uns allererst die zum Ausgang bringen. Danach können wir weiter plündern. Obwohl, warte mal. Du, geh mal runter da. Mhm. Genau. Ich frage mich... Oh, oh. Ich frage mich auch gerade, wonach überhaupt gewertet wird. Also bei dieser Tagesaufgabe, wo man konkurriert. Ob das darum geht, möglichst weit im Dungeon zu kommen oder möglichst viele Gegner zu töten, möglichst viel Gold. Gibt ja doch ein paar Möglichkeiten. Oh. Oh. Zing. Was passiert, wenn man eine Ratte zu dem... Komm mal kurz her. Nö, nichts Besonderes, okay. Gucken wir erstmal hier rechts laufen. Da ist Sackgasse. Da oben ist ein Goldbarren. Ja, nee. Runter. Sehr schön. Oh. Ich hab die doofe Steinstatue übersehen. 6300 Gold Level 1. Das wird nicht sehr hoch auf der besten Liste sein. Gucken wir mal. Ja doch, bisher bin ich da. Der Einzige. Guti, habe ich noch ein bisschen Zeit. Kann ich ein bisschen trainieren, bis ihr auch hier auftaucht. Okay, das wird ignoriert. Wir machen einfach spielen Abenteuer. Achten diesmal verdammt nochmal auf diese Steinköpfe. Kann ja nicht angehen, dass ich auf dem ersten Level gleich gestorben bin. Oh, was ist denn da links? Also nee, ich laufe jetzt nicht wieder ins Tutorial rein. Mal gucken, was hier ist. Im Aufbau. Zukünftiger Standort der Abkürzungsstation. Triff dich mit mir am Ende der Minen, wenn du mir helfen willst. Tunnelmann. Ah ja, den kenne ich noch von früher. Also von der alten Version. Und zwar, wenn man einmal durch die Minen durch ist und dann das nächste Gebiet freigeschaltet hat, dann kann man auch von vornherein in das nächste Gebiet gehen. Der Haken dabei ist nur, wenn man später halt gut genug ist, dass man dann die ganzen Upgrades und das ganze Gold aus den Minen nicht bekommt. Deswegen sollte man meistens ganz von vorne... Ah! Ganz von vorne anfangen. Das Gold will ich haben. Und das Mädel da will ich haben. Hab's. Nein! Und ich brauche definitiv viel mehr Übungen. Also ich konnte das Spiel mal einigermaßen spielen. Aber wie gesagt, das ist jetzt über 2 Jahre her. Oh. Und war ohne Controller. Ja, du kommst gleich mit. Das wollen wir noch haben. Dann hätten wir gerne dich. Warte mal. Eigentlich hätten wir gerne noch da einen Zugang. Nicht sterben, nicht sterben. Okay. So, dich nehmen wir mit. Dich nehmen wir mit. Du hast die Spinne gefallen. Flupp. Ne, da ist die Spinne. Aha. So. Da ist der Ausgang. Sehr schön. Dann werfen wir dich mal dezent Richtung Ausgang. Schnappen uns die Kiste da hinten. Da dürfen wir jetzt bloß nicht mehr getroffen werden. Dann dürften wir ein Bonusleben bekommen durch das Küsschen. Und damit dann das eine Leben, was ich verloren habe, ausgleichen. Ich wäre schon wieder in das Steingesicht reingelaufen. Das ist nicht schön.
Genau, die Dinger hier. Muss ich irre drauf aufpassen. So, wir haben nur noch eine Bombe. Ich kann nicht garantieren, dass ich damit hier durchkomme. Auch wenn das schon schön wäre. Zwei Smaragde. Ich glaube, ich probiere es mal. Plupp. Bitte, 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 bitte. Ja, sehr schön. Und ein Rubin. Wo kam der denn her? Vielleicht sind Rubine immer in den Steingesichtern drin. Das wäre natürlich sehr praktisch. Gut, raus hier. 16.000 Gold ist vollkommen okay. Klick. Dann ein Küsschen absahen. Und was macht die Ratte da? Kling. So, drei Leben. Wir hätten gerne... Oh, da ist schon die nächste Blondine. Wir hätten gerne einen Shop für Bomben. Alle, hopp. Schwung, schwung. Ah, da ist so ein Schießding. Aha, so. Ja, ich weiß, das ist nicht nett, aber ich glaube, sie kann dadurch nicht sterben, im Gegensatz zu uns. Boah, das... Warte mal. Genau, du lauf da unten mal lang. Ich probiere hier oben hin und her gespringe. Wir sind doch ein paar Goldbarren. So, so. Oh. So. Okay. Wo bist du jetzt hin? Da bist du hin. Oh, da ist ein Shop. Sehr gut. Du geh mal runter. Nein. Oh, hast du gleich eine Falle ausgelöst. Sehr schön. Dann bleib doch mal hier. So, Gold, Gold, Gold. 21.000 Gold haben wir. Es gibt Spikes, es gibt Sprungschuhe. Die kaufen wir. Kletterhandschuhe kaufen wir. Baseballhandschuhe weiß ich gar nicht, wozu er da ist. Und es könnte sein, dass Baseballhandschuhe und Kletterhandschuhe exklusiv sind. Also man nur das eine tragen kann. Spikes könnten die Springschuhe ausdingsen. Also mag das mal lieber nicht. Das heißt, wir können jetzt höher springen. Wir können uns an jede Wand ranbappen. Also auch an Wände, wo man normalerweise nicht ran könnte. Sehr gut. Wir haben noch 8 Seile. Ich glaube, ich probiere noch ein bisschen Gold zu machen. Bis der Geist kommt. Oh, Moment mal. Die Blondine ist bisher noch nicht aufgewacht. Kann die jetzt vielleicht doch sterben? Durch Pfeile und so? Das wäre nicht so schön. Dann hätten wir gerade ein extra Leben verschenkt. Runter bitte. Gut. Na gut, gucken wir gleich mal. Runter, runter, runter. Runter, runter. Geist kommt. Okay. Lauf, 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 lauf. Blondine ist immer noch da. Blondine ist tot. Also, Notiz an selbst. Missbrauch Frauen nicht mehr als Fallenauslöser. Das mögen die nicht so. Nope. Nur noch 2 Herzen. Komm, komm, komm. Zing. So, ich höre irgendwo einen Hilferuf. Nein. Und schon wieder hätte ich das Steingesicht übersehen. Nee, nee, ich brauche definitiv noch sehr viel Übung. Habe ich gerade das Gold weggeschmissen? Was zur Hölle? Aber ja, sehr viel Übung, bis ich wieder einigermaßen hier zurechtkomme. Ich muss einfach paranoider werden. Ich muss immer schön jeden Bildschirm angucken. Muss gucken, wo die Steingesichter sind. Muss vor jeder Vase schön Abstand nehmen. Und davon ausgehen, dass was Böses rauskommt. Sowas halt. Tagebucheintrag. Da. 2 Steinköpfe. Ich brauche irgendwas zum Werfen. Das da. Eine Spinne. Nein. kaputt. Ich erlag einem Spinnenbiss. Unter anderem. Und Pfeilen in Po und Pfeilschaden und. Ja. Also gut, nochmal.
So. Also, wir haben ganz viele Fallen. Beide ausgelöst. So. Können wir so... Nein. Wollen wir hier überhaupt lang? Ja, da ist Gold. Schlange könnten wir töten. Ich mach das auch mal, es gibt, glaube ich, Punkte. So, da oben haben wir wieder ein so ein Schießding. Das heißt, wir müssten eigentlich von hier was mitnehmen. Yeah. Mist. Geh runter vorsichtig. Haha, Schießding hat Spinnen gekillt. Sehr gut. Jetzt kommen wir noch nicht wieder zurück. Heißt, wir müssen jetzt hoffen, dass hier irgendwie die Blondine ist und nicht auf der anderen Seite. Eine Kiste. Und dann kommen wir nicht wieder zurück. Nee, 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 nee. Erstmal hier links rum. Spinne killen. Mist. Geronimo. Da ist die Blondine. Okay. Okay. Flop. Bitte zwei, bitte zwei. Ja. Oh. Das war nicht geplant mit dem Steinblock hier. Können wir nicht irgendwie ziehen? Nö, ich glaube nicht. So, du kommst mit. Du wirst diesmal nicht in Fallen geschmissen. Und dann suchen wir den nächstbesten Ausgang. Denn gleich wird schon der Geist kommen. Nope. So, hops. So, kriegst du Fallschaden. Oh, was haben wir hier? Neuer Tagebucheintrag. Ein Gewehr, das klebrige Spinnennetze verschießt. Begrenzte Ladung? Fragezeichen. Oh, so wirft man es also weg. Wie schieße ich damit? Ah, einfach X drücken. Oh, oh. Geist kommt schon. Okay, 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 okay. Wo ist Ausgang, wo ist Ausgang, wo ist da ist Ausgang? Das war nicht so gut. Und da sind Stacheln. Wir müssen ihn irgendwie austricksen. Ich weiß nur nicht wie. Ja, nicht mit Bomben. Das war nicht der Plan. Der Plan war, dass er nach oben geht. Und wieder nach unten. Aha. Und jetzt schießt der gleich und... Yeah, okay, ich muss sie da liegen lassen. Du kommst mit. Schnell, 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 schnell. Ich glaube, wir haben keinen Lebenspunkt verloren. Der Pfeil von dem Geschossdingens hat die Blondine getroffen. Aber ja, schön ist was anderes. Aber wir haben wenigstens ein Level geschafft. So. Spinnkanone wurde mitgenommen. Das ist gut. Götze. Ja, warte. Du, nein. Ich wollte dich eigentlich liegen lassen. So. Dann würde ich den gerne mitnehmen. Dann kommt irgendwo gerade ein Stein runter. Das Ding meinte ich. So, wir haben keine Dingens mehr, keine Bomben. Ausgelöst, sehr schön. Komm, gib mir Bomben, gib mir Bomben. Oder Edelsteine. So, ein bisschen Bein. Wir brauchen die Blondine, wir brauchen den Ausgang. Können wir dich opfern? Wow, Karl ist wieder das Opfer. Da ist ein Äffchen. Was macht das Äffchen? Äffchen? Oh, das wollte ich nicht. Das Äffchen pupst Edelsteine? Okay.
Wo ist Blondine hin?